starte nochmal eine neue Aufnahme. So. Gott, wie viele Aufnahmen habe ich jetzt Laufe eigentlich mit schon? Klopapier rum. Ganz Oder ich kurz. mach mich. Da. Ganz kurz gucken Das ist hier. auch nett. Ihr sagt, wenn die Lo Runde losgeht, weil dann muss ich mich jetzt um jeden festlegen. Das ist auch so ein Pömpel. Ich laufe Ja, wir eine sind Runde mit Klopapier rum. fünfte Folge. Okay, warte, dann. Also 5 mal 30 Minuten haben wir jetzt schon. Wow. Aber es macht Spaß. Oh, Belly hat ein Plüschöhrchen, guck mal. Ich bin aufhören glücklich, weil bei der ersten Runde ich bin nicht gestorben, ich hab gewonnen, Alter. Also. Ja, Meine erste super. Runde, wo ich nicht als erstes gestorben bin. Applaus. Yeah! So, Kenza, wie sieht's aus? Ja. Ja, es ist. Wie, ich höre euch nicht, was? Hab ein neues Headset, warte. Könnt ihr mich eigentlich gut genug hören? Ja, wunderbar. Ja, du Ja, auch. Ich muss ein bisschen brüllen, weil meine Familie pennt. Oder du musst ein bisschen brüllen, weil Aber deine ich glaube, ich Familie. muss mir morgen mal eh mal ein Headset, ein gescheites kaufen. Haha. Ja, das hilft auf jeden Fall eine Menge. Ich muss werde auch den sagen, mich kurzen Code freut es. durchgeben. Elhqq. Ja, das Problem im Moment ist, mit Headsets gar nicht so einfach. Ich bevorzuge eins von Sennheiser für 15 Euro nur. Ich betreibe halt auch Pen-and-Paper-Rollenspiel darüber, übers Internet. Und es läuft halt super. Das Problem ist nur, die gibt es halt irgendwie nirgendwo mehr. Also bei Amazon kostet es halt mittlerweile 40 Euro. Bei Saturn ist es überall ausverkauft gewesen, außer in einem hier im Umkreis. Dann bin ich extra dahin gefahren und habe direkt zwei gekauft. Welche Systeme spielst du? Die zocken alle Oh, Among alles Us. Mögliche. Warum das Headset? Also ich habe in Nein, einem. ich habe kein Headset, ich habe nur ein Tischmikro. Also ich bin in einem Ich nutze das Rollenspielverein. einfache Mikro, das an meinem Handy dran ist. Soll ich starten? Weil ich Ich in habe einem jetzt das Mikro Rollenspielverein vom bin, Tablet. wechselt das immer. Im Darf Moment. ich dir die Story erzählen? Ja, kannst du machen. Nein, nein. Weil gerade Cancer diese Pestmaske auf hatte. Ich möchte nur kurz erzählen. Ich war dieses Jahr mal in Freiburg und während der Corona-Zeit ist da einfach jemand gewesen, der mit einer Pestmaske durch die Stadt gelaufen ist. Das ist doch Nicht super! böse. Läuft. Fand's irgendwie geil. Oh Ja, mein Gott, Aber ganz auf ehrlich, jeden ich hatte das Fall. auch schon überlegt zu machen. Das wird jetzt eine Hexenjagd, immer auf Cancer. Leute, was für ein Ping habt ihr? 50? 50. Okay, dann ist Ich meiner glaube, ist echt ja. hoch, der ist standardmäßig über 100. So. Oh, meiner ist gerade 344. Liebe 400! Okay, das ist echt viel. Brüder und Schwestern, wir Weil haben ich uns würde hier irgendwann in. empfehlen, Was? ich würde Oh, irgendwann jetzt empfehlen, geht der dass wir Löwe auf dem runter. US, dass wir auf dem US-Server gehen, da sind die Pings aktuell besser. Auf dem Alter, der geht US-Server? immer höher, der Ping. Der Ping. Also, wie gesagt, bei mir ist der Ping 50. Bei mir Ja, schwankt der gut. gerade zwischen 50 und 500. Ja, ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ihr zwei Geräte, die gleich zusammen zocken, in einem Netzwerk haben. Das kann sehr gut daran liegen. Ich glaube nämlich nicht, dass das Mir jetzt auch irgendwas bringt, egal, wenn wir Spiel auf läuft. Mein Handy ist noch nicht US-Server umstellen. explodiert. Also passt. Bitte? Ich sage, ich glaube, das wird jetzt nicht dran liegen, wenn wir jetzt auf die US-Server wechseln, dass wir da einen besseren Ja, Ping das stimmt bekommen. auch wieder. Es ist auch nur als Frage, meiner ist stabil bei 120, 130, aber. Meiner ist stabil bei 400. Geil. Wow, 400 ist Ist, viel. ja, also 400 ist echt viel. Ich sag mal so, 150 ist eigentlich das Maximum. Ja, Anderthalb 450, Sekunde Ping ist. 300. Also, mein Ping kann sich nicht entscheiden. Der ist mal auf 50, mal auf 500, mal auf 400, mal auf 292. Soll der Priester des Ich, Jahres ja. starten? Ja. Ja. War Priester des Amen. Jahres. Ja. Das macht dich aber nicht heiliger. Jesus. Pilger, bist du der echte Dorten Heiligen? Ach, die Aufgabe auch mal wieder. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Na, komm her hier.
Haben wir nicht einen Download? Oh, schön, schön. Also, der Ach, Tote Leute, war die arme Tote war in dem Raum, wo die Karte ist. Wo diese blaue holographische Karte ist. Ist das Admin? Admin, es könnte Admin sein. Ist das unterhalb der Cafeteria? Ja, also ich hab auch gerade überlegt. Regel war es nicht, weil der war, der, ich habe gesehen, wie der so eine Task erledigt hat, als es da so Alarm gepiept hat. Das also war oben im O2. Kegel habe ich auch gerade noch aus Navigation kommen sehen. Das genau, hatte ich gerade den Upload. Oder Foto oder war Admin, Download. Ne? Oh, wer, was? Die Leiche war Admin, hat sie gesagt, ja. Ja, ich war Reaktor, bin dann Electrical und bin dann Storage. Oh, Shoto ist wieder raus. Ja, die kommt schon wieder. Die kommt schon wieder. Na gut. Also auf jeden Fall einen müssen wir jetzt, würde ich sagen, rauswählen, weil wir ja zwei Impostor haben und. Ja, das sind Kill, das ist. Ich würde rein intuitiv Barely sagen. Warum immer ich? Ich weiß nicht. Warum? Also du, gesagt, du kannst auch Impostor sein und sagst, wir machen jetzt sofort gewinnen. Das geht auch. Also wenn jetzt der Falsche rausgewordet worden. Dann haben die Imposter auch gewonnen. Ja. Also ich glaube, dass Berlis ist, weil sie hat gerade gesagt, sie hat Kegel aus dem Dingsen rauskommen sehen und sagen, ja, alle, du kannst gut lügen. Hey! Aber es wurde gesagt, dass gut lügen können. Kegel, habe ich mir gedacht, Kegel, Berli und ich. Das wurde mir gesagt. Zwischendurch. Das habe ich mir auch so auf die Ohren geschrieben. Gefühlt. Und ich sag jetzt nicht, ob ich es gut kann. Ja, du bist ganz neu dabei, also das wissen wir alle noch nicht. Aber ja, Kegel müsste mich eigentlich auch gesehen haben. Also ich war so zwischen O2 und Richtung Weapons und er kam gerade aus Navigations raus. Also ich habe Berli oben gesehen, bei mir in der Ecke. Ich weiß es nicht, ganz bei ernst. O2 ist ein Vent? Ich würde mich irgendwen anschließen, ich weiß es nicht. Weil ich war ganz alleine links. Navigation. Oh, okay. Die Sache ist, wir müssen jetzt wen entscheiden. Wir haben nur 20 Sekunden, Leute. Also wie gesagt, wenn ihr mich jetzt rauswählen würdet, da hätten die Impostor gewonnen. Das würde ja jetzt. Das kannst du auch lügen. Das kannst du auch lügen und sagen, dass du schützt. Also, ich weiß Intuition. Ja, du hast gesagt. Ja, scheiße. Ja. Wow. Super. Jeder hat irgendwen gewählt. So kommen wir gut voran. Perfekt. Ich glaube, ich haben sich alle so richtig schisshaft gewählt und irgendwen. Ach nee. Burp? Oh, ich bin noch an. Ach, da müssen beide hin. Fuck. Nice one! Nice. Oh, scheiße, ich hatte. Ich war ganz alleine Mist! Ja, ich hab das jetzt gerade nicht gecheckt, dass man. Dass man beide Dinger da machen muss. Verdammt! Ich hab den Emergency-Button gepusht und ich wusste nicht, dass man die nicht pushen kann, während da. Ja, deshalb hab ich den Alarm gemacht, weil ich war. Deshalb hab ich den Alarm gemacht. Ganz im Ernst, ich war ganz alleine links. Aber hey, Kegel war's. Da, Berli, du warst es doch. Ich sag's doch, du bist es. Und Kegel war's nicht. Ich bin hier die Schlauste. Ihr könnt mich alle mal. Als ob. Die erste, die getötet wurde. Das ist aber mittlerweile Standard, oder? Oh, was ist gemein. Die Shoto tut mir echt leid, ne? Ich bin wieder mein dummes Kind. Ich schwitze wie ein Schwein. Das wollte niemand wissen, glaube. So. Was ist los? I'm excited. Zwei Leute fehlen noch. Ja, ich bin nicht gerejoined, sorry. Ja, Kenzer. Ich habe vorhin gesagt, der macht hier, wir können Hexenjagd machen. Ja, Mensch, ich kann doch nicht dafür, dass das Spiel mich als Imposter auswählt. Ich habe immer die ersten 10 Sekunden richtig Schiss in der Hose. So, danke. Okay. Bali? Ja. Warum hast du mich getötet? Du aus Prinzip, würde ich sagen. Nein! Ich suche nur Gelegenheiten, nicht Personen. Nein.
Los geht's. Das wird knapp. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber das heißt ja nichts. Die Leiche lag gerade im Elektrikel und ich habe noch gesehen, wie jemand weggewendet ist. Ich konnte es aber nicht erkennen, wer. Ich habe nur gesehen, dass der Vent zugegangen ist. Okay. Ich habe irgendwo eine Cafeteria umgesehen, aber ich weiß nicht. Sekunden, es wäre einer raus gewesen. Nee. Ich glaube, ich habe Marco in der Cafeteria umgesehen, der stand da nur rum. Wer ist da gerade von Security, also von unten rein Richtung Security, wer war das? Also ich bin gerade in Security reingegangen. Okay, dann kannst du es auf jeden Fall nicht gewesen sein, weil wenn von Electrical, also du kamst auf jeden Fall von Lower Engine hoch. Ja, oder? Ja, Lower Engine. Ich wollte gerade noch zum Reaktor, aber da hattet ihr den dann schon durch. Genau, da kam ich nämlich gerade raus, du kamst da hoch. Das heißt, dann würde ja, also gut, aus Security raus kam halt keiner, das weiß ich nicht. Aber gut, wenn du gesagt hast, er ist gerade weggewendet, dann kam er, hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich bewegt. Ja, keine Ahnung. Wen habt ihr jetzt gewartet? Ich hab gesehen, wie die Leiche da umgekippt ist und wenn es zugegangen ist. Ich auch. Jo. Ihr habt geskippt? Mhm. Ja. Vanessa, ich glaube, du kannst auch skippen. Mach ich. Die Rache wird kommen. So, nehmen wir die Aufgabe natürlich auch noch mit. Und, achso, nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, ja, wir sind fertig. Aber noch nicht. Jetzt. Ich möchte gerne wissen, wer der zweite Impostor ist. Weil Kenzer ist ja einer. Und die nächste Leiche, Vanessa. Vanessa lag unten, ja, eigentlich direkt neben dem Eingang von Electrical, links daneben. Als Erinnerung, es sind 6 Leute, es muss auf jeden Fall jetzt heraus. Ne, es sind sogar 5. Oh, ja gut. Dann müssen wir auch wen worten. Und Shoto lebt noch. Was ist da denn los? Moment, Shoto lebt noch, das heißt, die muss Imposter sein. Auf jeden Fall. Also ich habe halt, als letztes habe ich halt Marco im Storage gesehen, aber es ist halt auch schon eine Weile her. Ich bin danach Richtung Edwin und habe unten das O2 ausgestellt. Ich war auch nur alleine, ich habe auch keinen gesehen. Pri? Ja? Wenn ich Imposter gewesen wäre, ich hätte dich jetzt schon 2-3 Mal umlegen können. Das heißt ja trotzdem nichts. Ich wollte es gerade sagen, die hat nur Angst, dass sie Hausarrest kriegt, wenn sie es tut. Ja gut, das ist den Balkon kann abhauen. Wen hat denn jetzt Marco? Man bringt jetzt keine privaten Sachen ins Spiel hinein, ja Leute? Ja Marco, wen hast du gewählt? Marco, wen hast du gewählt? Du skippst, oder?
Ja, also, Sache ist, das Skippen ist jetzt blöd, weil wir müssen irgendwen rauswarten. Das Skippen wie ist gesagt, richtig kacke. Ellie und Cancer safe, aber sicher weiß ich nicht, aber die hätte mich auch töten können. Wie gesagt, ich gehe schon aus, wenn Shoto tatsächlich so lange drin ist, dass sie Imposter ist. Kann gut sein. Oder die Imposter machen es halt so, dass sie Shoto lange drin lassen, damit sie safe rausgevotet wird. Damit die irgendeinen noch überstimmen müssen, um Shoto rauszuholen. Ihr blöden Imposter, ja? Ihr wollt einfach nur, dass jeder jetzt denkt, dass ich es wäre. Also ich mach lass doch mal die Marco, arme Sache in Ruhe. Jetzt weil er der Letzte ist, den ich in Vanessas Nähe gesehen habe. Marco, würdest du voten? Ich weiß es nicht. Weil er der Letzte ist, also er war halt in Storage. Aber gut, das sind halt auch schon irgendwie 10, 15 Sekunden mehr. Da ja, wen würdet ihr nehmen? Also ich hab keinen gesehen gefühlt, deshalb. Ich würde mich höchstens mal anschließen. Bitte? Ich würde Shoto und Pri nehmen, aber ich skippe nochmal. Ja, lieber, hast du... Shoto, wen würdest du nehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, lieber, wen hast du genommen? Wann ich ihn gesehen hab? Nein, wen würdest du nehmen? Also Marco habe ich gewählt, weil er der Letzte war, den ich in Deutsch zusammen mit Vanessa gesehen habe. Ja. Wir müssen irgendwen wählen. Marco, komm. Hallo, ich sag voten. Sorry, falls du es nicht bist, aber... Ja. Ja, es ist dem Song, wir müssen wen wählen. Wir halt müssen letzte, alle nicht ich... und wir müssen jemanden. Ah, toll. Nice one. Ich hab gesagt, das sind 15 Sekunden. Nice one. Kämpfer! Nein! Ich wollte gerade schon sagen, Leute, beeilt euch mal bitte, meine Aufnahme ist so langweilig. Ich hab keine Aufgaben mehr. Oh, scheiße. Du hast mal so knapp, ey. Ja, ich meine, er war der Einzige, den ich irgendwie in der Nähe gesehen habe, aber ich habe auch gesagt, dass ich es 15 schon wieder Sekunden her so. Ich habe schon wieder ein Herzkreis bekommen, ich töte Kegel und Shoto kommt sofort rein und ich bin gerade so im Band noch rein. Sie reportet mich so, nein, ich bin, sorry, ich bin einen habe ich getötet, aber den Rest musst du machen. So, geil, ich habe Prim tötet gar keinen, ich töte Vanessa und wir schaffen es. Und ich weiß, Shoto extra hinterher, weil ich gedacht habe, müssen wir jetzt ablegen. Ich muss mal kurz raus, Pri ist mir wieder zu leise, ich muss ein bisschen lauter machen. Marco, kommst du auch nach? Ja, das war schon... Ja, das ist halt das Problem, man muss einen wählen und er war halt der Einzige, den ich irgendwie in der Nähe von Vanessa gesehen habe. Oder einer, ich glaube, ich habe nur ihn und Vanessa irgendwie gesehen in der Runde und deswegen dachte ich, ja gut, die eine ist tot. Ja, das Problem ist, ich muss... Das ergibt jetzt Sinn, warum du mich die ganze verdammte Zeit verfolgt hast. Alibi, würde ich sagen. Alibi, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn ich dran war... Das war alles geplant. Wo ist denn Vanessa? Also, das Schwierigste war, Pri zu überzeugen, dass sie auch Marco nennt. Ich bin da! Also, da sind 7 Leute jetzt hier. Ja, das war echt. Also, alle da. Echt? Also, ich musste Pri diesen Wink mit dem Zaunfall geben: Nimm jetzt Marco, dann sind wir durch. Haben wir es geschafft? Weil Grün hat's gemacht. Pri lässt sich raus. Vom Sterben war ich Angst, weil ich dachte, ich erschrecke Sterbestream. Ich weiß nicht, ob wir mit 5 Leuten, mit 2 Impostern, da ist einer tot und dann... Ich würde sagen, wir gehen... Das wäre echt kacke. Warte mal, wenn ich jetzt das Leute, Game... Leute? Ja, ja, es sind 5 Leute... Ja, wir haben verloren. Oh mein Gott! Das ging verschissen schnell jetzt. Oh mein Gott! Wir müssen wen wählen oder haben verloren. Das ist das Problem. Ich vote mich selbst. Wer? Warum? Warum nicht? Ja. Okay. Das ist Runde. Hey, Pri, mach dich damit verdächtig. Ist jetzt die Runde. Ich brauch mich jetzt gar nicht muten, weißt du? Ich hab ja gesehen, wer mich getötet hat. Das ist was Neues auf deinem Channel. Aber. Hä? Ich möchte mich nicht. Wer war jetzt in der Nähe von der Leiche? Ja, wir alle, das waren 3 Sekunden. Ich ja, war keine oben davon. Deshalb, das macht keinen Sinn. Nehmen wir Cancer, der war letzte Runde auch schon. Ja, okay. Okay. Tschüss, Leute. Ja, Imposter haben gewonnen. Das würde ich als Imposter auch sagen. Ey, meine Wahl wurde nicht angenommen, das ist ja scheiße. Das ist aber irgendwie blöd, ne? Wenn man tot ist, kann man eigentlich nicht mitwählen. Und verloren haben wir. You have to love God. Ach, hier die Familie! Die Familie zusammen! Jawohl, perfekt. Wie die Familie. Pri und Shoto ist Familie. Ich wollte gerade sagen.
Hab ich irgendwas gesagt? Nö, ne? Ist ein schöner Abend heute, Mensch. Das ist so ein schöner. Leider nicht. Ich kann das bei mir in Fantasia nicht reinziehen. Ich würde mal sagen, wir machen das lieber nett. Wir laufen jetzt alle mit Shoto mit, dann wird sie nicht getötet oder es kommt Decke. Dann ist es vielleicht nicht Shoto. Oh, wie nett. Ja, ich auch. Würde ich mal sagen. Shoto, ich bin der Bodyguard. Und dann ist Shoto der Puffer und bringt euch alle um. Oder so. Also sorry, ich wollte da jetzt gerade nichts Falsches sagen. Ne? Nicht, dass ihr mir jetzt irgendwie böse seid oder so. Ach, wenn ich Imposter bin, wirst du eh aus Standardgründen getötet, also von daher. Dankeschön, das ist so freundlich. Ja, bitteschön. Das ist so lieb von dir. Oh, das ist eine echt lustige Runde. Ich find's geil. What the fuck? Oh mein Gott! Die lag unten in Shield. Bei mir war gerade orange, glaube ich. Also ich habe gerade für einen kurzen Moment Vanessa oben gesehen. In Navigation ist, glaube ich, reingegangen. Ich bin da irgendwo rechts. Ja, ich glaube, ich habe dich da reinkommen sehen. Ja, genau. Dann war es... Ja, da, du also warst ich bin drüben gerade in Navigation und habe hier die Aufgabe am Pult gemacht. Genau, ich glaube Kegel und Vanessa habe ich gesehen. Ja. Okay. Also Kegel, ich und Pri sind raus. Ich sag, es ist Berli. Ich war gerade im Auto. Ich war gerade Die Blätter da in den Absauger reingetan und wollte jetzt gerade hier die Blätter entfernen. Ich habe da zwei Aufgaben. Da sind auch rechts an mir Leute vorbei, aber ich habe keinen gesehen. Also nicht erkannt jetzt. Marco, wo bist du gerade rumgelaufen? Ganz rechts bei. Ich glaube, sind alle rechts, oder? Also, deutlich gesehen. Kameraden! Was? Aber ich habe jetzt nicht die Navigation gesehen. Ich war auch nur kurz da. Ich bin dann runtergegangen, hab die Aufgabe gemacht. Ich wollte mir gerade sagen, Marco war nämlich im Navigation gerade nicht. Ja, eben. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde jetzt Marco zur Vorsicht rauswählen. Okay. Unter dem Navigation-Raum habe ich eine Aufgabe gemacht, hier diese Karte aus der Hosentasche. Unter Navigation, da ist doch Shields, oder nicht? Ja, da ist Shields und da lag die Leiche. Hä? Ich habe keine Leiche gesehen, sonst hätte ich die geholt. Also, wen töten wir jetzt? Also, ich habe Marco jetzt gewählt. Dann wähle ich jetzt auch mal Marco. Ja, okay. Auf Marco. Ja. Shit. Scheiße. Ah, oh, shit. Fuck. Mistverfluchter. Scheiße, ey. Und ich war mir jetzt eigentlich so sicher, dass das Marco ist. Oh, fuck. Danke. Das ist ja echt nicht wahr. Bah, ernsthaft? Ein Mann der zwei Schoten. Genau. Ich hab's mir schon gedacht, dass es vielleicht Shoto ist. Shoto, nicht bitte, ey. Ja. Aber ich hab nicht gesagt. Dumm. Shoto Scheiße. Ist endlich. Vor allem schön, wie mich Cancer andauernd verfolgt und ich töte ihn direkt. Oh, Kegel, das fand ich so nett von dir, dass du gesagt hast, dass Marco raus soll. Ich wollte schon was sagen, ja, Shoto ist, weil sie sich jetzt bei uns rächen will für alles. Kann eventuell sein. Hätte ich mir mal Maul aufgemacht.
Sollen wir vielleicht noch eine Einstellung ändern? Der verließ nicht. Sollen wir vielleicht noch eine Poster, so ein bisschen mehr Challenge? Ja, nee. Und vielleicht die Kinderfans können wir die vielleicht auf Short stellen. Was soll ich auf Short stellen? Die Kill Distance. Kill Distance. Kill Distance. Nein! Nein, nicht genau, auf Lang. Einfach über die ganze Karte hinweg. Komm, ich mach mal alles auf 100% aus. Hoch. Oh mein Gott. Nee. Das ist halt. Mach mal den Visual Task bitte aus. Ja. Den Visual Task? Ich bin braun und hab Klopapier auf dem Kopf. Muss ich zu meinem Skin noch irgendwas sagen? Wo kam's her, ist die Frage. Wo kam's her? Klopapier bestimmt aus dem Laden. Nee, das Braune. Ne, Cooldown ist schon auf 45 Sekunden. Das ist halt echt relativ einfach. Also, ja, Mann. Mal gucken, dass es leicht ist für den Poster. Auf geht's. So, erste Aufgabe. Nein, ich bin immer noch nicht stumm. Aufgabe Nummer 1, naja, noch nicht ganz erledigt, aber den ersten Upload haben wir geschafft. So, Vanessa ist hier am... Hallo? Am Pult. Das heißt, die macht auch Aufgaben, hoffe ich mal. Jetzt wollte ich gerade die Karte aufmachen. Bei mir und hat auch eine Task gemacht und der grüne Balken hat sich bewegt. Klein leicht kommt zu Rage Quit, ne? sie war beim Storage, da wo man das Benzin auffüllt. Da, ja. Also nicht auffüllt, sondern wo man das Benzin nimmt, um dann. Wow, Mr. Imposter, schön mit im Raum. Total ey, ohne Scheiß, ne? Was habt ihr alle gegen mein Kind? Das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das Bild auf Discord, sieht einfach zu schrecklich aus. Ich habe halt aber auch keinen gesehen. Ich habe halt unten gerade den auch bei mir rausgeholt. Ich hatte Barley, wir waren kurz zusammen mit Pri at Admin. Genau. Dann bin ich runter Shield, hoch zu Navigation, da war Marco und... Ich war da auch. Das heißt aber, Pri war auch in der Nähe, oder? Also ist sie noch unten raus? Ja, ich bin auch Admin raus, dann hoch hier, Dings, wie heißt durch Cafeteria, Mad Bay. Also ich habe halt nicht gesehen, wer... Und zu Madway oder Vio? Ja, in Richtung hoch, aber dann kam schon die Port. Also ich bin oben von der Cafeteria aus nach rechts rüber zu den Weapons, habe da den ersten Upload gestartet und bin dann runter zu Navigation. Hm. Und Vanessa hat mich da auch gesehen. Ja, das kann ich bestätigen. Ich weiß halt Vanessa, auch nicht, wie lange da... Vanessa, warst du vom Report? Bitte? Warst du? Ich war... Wo bin ich gewesen? Auch im in dem Dings da ganz rechts, auch das also da wo Kegel auf war, Navigation war es, oder? Ja. Und dann bin ich nach unten gelaufen zu einer Kegel, Tarte. Kegel, wo warst du? Ich bin, wie gesagt, von der Cafeteria aus zu Weapons rüber, hab da einen Upload gestartet und von da aus bin ich dann zu Navigation und hab hier am Pult die Aufgabe gemacht. Kann allerdings auch nicht sagen, wie lange sie da schon lag, weil... Also das wir müssen den Routen, das ist die Sache. Es sind wieder 6 Leute. Von da aus konnte man die Leichen nämlich noch nicht sehen. Erst als ich Richtung Lower Engine wollte. Hä? Deswegen kann sie da auch schon ein bisschen länger liegen. Ich weiß es nicht. Kenza, wo warst du? Ich bin Admin, da war Barley halt. Und dann runter Storage, hoch zu Navigation. Ach, ich skippe. Scheiß was drauf. Kacke, nicht skippen, stimmt. Müssen wir in Worten, scheiße. Ja. Wir müssen die Emergency hier machen. Sonst machen wir Double Kills. Ich weiß nicht, warum man muss, der eine Imposter ist. Ich bin immer, das ist immer so stressig. Weil sobald der erste tot ist und man keinen rausgibt, ist gleich Krise. Na gut, dann müssen wir jetzt den. Warte auf, dann drücke ich jetzt den Knopf. Newton. So, ich habe jetzt den Müssen wir den Knopf gedrückt.
wie gesagt, ich bin mir wirklich unschlüssig. Wir haben halt überhaupt keinen Hinweis, das ist das Problem. Ja, es ist wirklich, wir haben niemanden. Außer Schutt ist tot. Das wissen wir. Ja, genau, die haben ja vorhin. Also sind wir in einem NMU? Warte mal, hier, Kenzer, wo warst du jetzt gerade nochmal? Also ich bin nach dem Spawn, Cafeteria runter, Admin, da habe ich Barley und Pri gesehen, da bin ich über Storage direkt rüber, Communication, Shields, da hatte ich eine Task, dann bin ich hoch zu Navigation, da habe ich Marco und da kam ja auch Pri wieder, oder nee, Vanessa. Vanessa und du kamst mir, glaube ich, entgegen, ne? Ja. Wer hatte jetzt die Leiche nochmal gefunden? Ich habe die gefunden. Okay. Die war in Storage, da wo man einen Tank auffüllt. Genau, also ich bin von Admin bin ich runter, bin dann unten da, wo man die Blätter rausholt, raussaugen lässt. Und dann wollte ich weiter Richtung Electrical, weil ich da zwei Tasks drin habe. Und da lag sie dann halt vor diesem Benzinkanister. War irgendwer auf der rechten Seite? Naja, hier mit, ich hatte ja gestartet mit Weapons und Navigation. Da hatte ich ja Vanessa auch mitgesehen. Bei mir war das so, ich bin... Mein Fehler, ich meine linke Seite, mein Fehler. So. Rechte Seite war ich ja selber, linke Seite. Ich bin halt, ich bin mit hier, Kenzer und Bali, war ich in Admin, bin da eben raus, war Cafeteria Richtung. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt einen rausvoten. Ja, das stimmt. Also Kegel ist für mich definitiv safe. Kann man von irgendwo von dann in der Nähe irgendwie wenden? Nee. Electrical. Moment, Storage hat, glaube ich, ganz unten rechts ein Vent. Nein, da ist keiner. Da ist der. Ich habe die Karte ja hier offen. Ich kann die Karte ja, ich kann die mit dir angucken. Da ist kein Vent. Also, wir haben nur noch 10 Sekunden. Vom Gefühl her würde ich sagen, Kenzer. Ja, ich habe ich auch. Sagt der Kenzer? Ich hab keine Ahnung, scheiße. Gut, da wir irgendeinen wählen müssen. Langsam. Er hat nicht mitgewartet. Ich war zu langsam, sorry. Oh, yeah! Scheiße, cool. Strike. Oh Mann! Ist uns gleich wieder Schätzelein. Aufgabe haben wir auch. Und den zweiten Upload. Also ein Impostor haben wir jetzt noch übrig. Der erste von, also der Kenzer ist ja jetzt raus. Und den zweiten brauchen wir jetzt noch. So, da ist Berli. Oh, Mensch! Ist aber mal gut hier. Das ist ja schlimm. So. Ach, jetzt haben wir da unten noch einen. So. Und? Okay, sie lag Cafeteria. Cafeteria. Ja, wo in der Cafeteria? Relativ weit unten, also so fast zum Admin runter da. Okay, Kegel kam aus der Richtung entgegen, aber er kann halt auch Medbay gewesen sein oder Upper Engine. Also ich war... Ich war unten bei Electrical und bin dann erstmal zum Reaktor rüber, weil da wieder Alarm ausgelöst wurde. Genau. Und von da aus bin ich dann zur Upper Engine und hab da noch eine Aufgabe erledigt. Okay, ja gut, ich bin auch Richtung Reaktor, aber in dem Moment, wo ich da rüber kam, war es schon da aus. Also, wer jetzt eigentlich in Frage kämen würde, wäre noch Marco. Nee, ich habe bis auf eine Aufgabe alles gemacht. Wo warst denn du jetzt gerade unterwegs? Ja, ich komme mit den Räumen nicht klar.
Also ich war auf jeden Fall auf dem Weg nach Electrical gerade. Und wollte da die letzte Aufgabe machen. Hab vorher Daten zweimal gedownloadet und oder geuploadet und einmal Müll rausgebracht. Also hast du wieder den Reaktor ignoriert. Okay, kann sein. Pri, du hattest die Leiche hier in der Cafeteria gefunden, Richtung Admin runter, ne? Richtig. Ich wollte von Medbay aus wollte ich in eben Reaktor machen. Wie gesagt, bin aber dann vor Upper Engine, da war es dann aus. Dann bin ich dann wieder zurückgegangen. Weil ich noch auf, hier wo Weapons habe ich da noch eine Aufgabe. Ja gut. Barley und ich, wir haben ja den Reaktor ja runtergefahren, kann man sagen. Ja. Also ich fände es auch. Deswegen habe ich halt gefragt, wo in Cafeteria er liegt, weil. Kann eigentlich nur Marco sein. Okay, dann ist es Kiel, weil eigentlich heißt das ja nichts, wenn man den Reaktor wieder runterfährt. Ja, aber das Problem ist, es hat schon eine Weile gedauert. Also in der Zeit. Ja, und der Reaktor muss runtergefahren werden, einfach aus dem Grund, weil sonst ist das Spiel direkt verloren. Ja, ja, klar, aber das kann ja auch ein Imposter machen, ne? Das stimmt. Aber er hatte eigentlich meiner Meinung nach keine Zeit, jemanden zu töten, aber. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bitte, bitte, bitte! Scheißdreck! Dann kann es eigentlich nur. Knopf drücken. Aber ich kann ja nicht mehr. Fuck. Also entweder ist Kegel echt schnell gewesen, also meiner Meinung nach kann es Kegel eigentlich nicht gewesen sein. Ich weiß es nicht, also... Aber scheiße, ey. Das ist echt scheiße. Ja, Pri stand jetzt auch gerade ein bisschen länger unten hier bei der, hier, wo jetzt gerade der Alarm wieder losging. Ja, und, ja, genau, um da eben die Nummer einzugeben, ist ja ganz klar. Ja, das habe ich hier mit Maus gemacht. Auch mit Maus, aber ich brauche tatsächlich ein bisschen länger dafür, weil ich kriege das mit den Zahlen nicht auf die Reihe. Also ich würde jetzt tatsächlich für Kegel voten. Ich bin kein Impostor. Würde ich als Impostor auch sagen, dass ich kein Impostor bin? Ja, wie gesagt, ihr braucht es mir ja nicht darum, aber wenn horch mal, wenn ich jetzt rausgewählt werde, dann hat die Impostor-Gruppe gewonnen. Ne? Ja gut, das kann ja jeder sagen. Ich wollte gerade sagen, das hast du jetzt schon ein paar Mal gebracht. Also, wie gesagt, ja, also wenn es Marco nicht war, dann war es Kegel. Wie gesagt, ich habe meine halt Aufgaben erledigt. Oder wer war es? Also ich überlege halt immer noch die ganze Zeit, er war halt beim Reaktor, wir haben den ausgestellt zusammen, dann habe ich dann noch irgendwie diese Aufgabe gemacht, wo man diese Zahlen in der Reihenfolge irgendwie antippen muss, also nicht Simon Says, sondern das andere. Ja, dann bin ich wieder raus und er kam mir von Upper Engine entgegen, glaube ich. Ganz genau weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall von oben. Ja, weil ich oben die Aufgabe erledigt habe. Und wollte genau, runter und die restlichen zwei Aufgaben und der Lower Engine noch erledigen. Na gut, dann halt nicht. Die Frage ist, wie lange Vanessa da schon gelegen hat. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, aus welcher Richtung ich vorher Richtung Reaktor gegangen bin. Also. Okay, also 50, ich werde für Kegel stimmen. Und bis Bali dann, ich hasse dich dann. Nein, diesmal wirklich nicht. Ich will eine Bali. Ja toll, jetzt muss ich ja für dich stimmen, das ist dir bewusst, oder? Ja, weil wenn ich jetzt Pri wähle, bringt's ja nichts. Na gut, Pri hätte dann auch nochmal die Runde mit Dings mitmachen können. Aber wie gesagt, ich war kein Impostor. Nice one. Ich wollte das nicht für Pri wählen. Kennst du, das war so geil. Ich wollte halt Pri wählen. Ich will jetzt mal nichts sagen, aber... Pri fängt gerade noch so an, was hat meine Tochter euch getan und sie war diejenige, die mich ermordet hat. Also, Alter! Und ich mache halt die ganze Zeit Stress, immer hier, da über Reaktor, da Sauerstoff, ja, immer links, halt immer rechts, also, immer links. Das hat mir den Arsch gerettet, ohne Scheiß. Ja, es ist, ich sehe so, den Task gehen voran, da musst du ein bisschen Stress machen, die Leute. Ja.
Nee, und Pri hatte ich jetzt wirklich gar nicht in der, im Verdacht, weil sie ja auch die Leiche von Vanessa reportet hat. Doch, tatsächlich. Oh, ihr findet alle keine gewählt. Leichen, ne? Ich hätte der Pri jetzt gewählt. Das Problem ist nur, du hattest mich gewählt. Ich wusste, dass Pri dich gewählt hat. Und wenn ich jetzt sie gewählt hätte, wäre halt keiner rausgeflogen. Das ja gut, dann hätte Pri aber auch noch den Emergency-Knopf drücken können. Weil den kann man ja nur einmal drücken. Ja, ja, deswegen. Aber sie hat es nur nicht gemacht. Sie hat einfach gewartet. Ich wollte gerade sagen, da sie für mich im Post ist, wäre es jetzt dämlich gewesen, irgendwie den Knopf zu drücken. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen. Arr, verdammt! Warum hast du denn mich gewählt? Wir haben zusammen den Reaktor gemacht. Aha. Ja. Oh, scheiße, das sind ja 40 Minuten.